Ein Video soll die ersten Aufnahmen einer Kamikaze-Drohne im Einsatz zeigen. Ukrainische Offizielle haben die Aufnahmen am 24. Mai veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie eine Lenkwaffe des Typs Switchblade einen russischen T-72-Panzer im Visier hat. Kurz darauf fliegt die Drohne auf das Kampffahrzeug zu. Bevor es zur Kollision kommt, bricht das Video ab. Laut ukrainischen Behörden sei es gelungen, den russischen Panzer zu zerstören. Wo die Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht bekannt. Die Switchblade-Drohne verfügt sowohl über eine Kamera als auch einen Sprengkopf. Sie wurde von der Firma AeroVironment entwickelt. Das Unternehmen selbst bezeichnet die Switchblade als die nächste Generation von Lenkwaffen mit erweiterter Reichweite. Sie dient zur Überwachung sowie Aufklärung und kann 40 Minuten in der Luft bleiben. Mit dem tragbaren Panzerabwehrsprengkopf ist sie auch für den Einsatz bei größeren Zielen geeignet. Die USA hat bereits Dutzende dieser Drohnen an die Ukraine geliefert. 700 weitere sollen folgen, um die Ukraine im Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen.